Schule und mein Vater war immer so ein Konfrontationspunkt, ne? Weil ich bin der Erste, der bei uns zur Schule gegangen ist in unserer Familie. Und mein Vater ist halt, der kennt die Schule aus Marokko. Und in Marokko wird anders zur Schule gegangen als in Deutschland. Einfach total unterschiedlich, so die beiden Länder. In Marokko bedeutet der erste Schultag, du wirst langsam erwachsen. So, dein erster Tag zum Erwachsenwerden. Und in Deutschland ist der erste Schultag, ist so der erste Tag der Kindheit. Deswegen war es total unterschiedlich bei uns. Also wenn, als ich zur Schule gegangen bin, dachte mein Vater, es ist wie marokkanische Schule. Und ich komme da an, ich gucke mich um, ich so, boah, die anderen Kinder alle so Schultüte, bunte Klamotten. Ich bin der Einzige mit Anzug. Koffer in der Hand. Krawatte. Lackschuhe. Ich guck mich um, ich so, scheiße. Ich hab das gleiche an wie der Direktor. Wie soll ich hier Freunde finden? Also es war immer ein Konfrontationspunkt, weil mein Vater ist in Marokko groß geworden. Mein Vater hat auch so, er hat immer mit seinem Leben in Marokko diskutiert. Wenn ich mit ihm diskutiert habe, hat er immer damit argumentiert, ich bin in Marokko groß geworden. Ich sage, ja, ich nicht, ich komme von hier. Und es gab viele Punkte, wo wir uns oft gestritten haben. Zum Beispiel eines Tages bin ich zu meinem Vater gegangen, ich so, Baba, ich brauche eine neue Hose, ich möchte eine neue Hose kaufen. Er so, du hast 6 Hose, wofür brauchst du Hose? Ich sage, ich möchte einfach was anderes anziehen. Und er immer, dann kam er immer mit seinem Leben in Marokko. Kennst du deinen Onkel Ahmed? Ja, kenne ich. Guck mal, dein Onkel Ahmed und ich, wir haben eine Hose geteilt. Nicht abwechselnd, gleichzeitig. Die ist ein Hosenbein rein, ich bin nicht ein Hosenbein rein. Und dann sind wir zur Schule. Zack, du bist dran. Zack, du bist dran. Das war immer so sein Argumentationspunkt. Er ist einfach, er hat anders gelebt als ich so. Unterschiedlicher könnten Vater und Sohn einfach nicht sein, so vom Leben her. Also, wir hatten immer wieder Stress wegen sowas. Also, als ich in die Grundschule gegangen bin zum Beispiel, in der 2. Klasse haben wir angefangen mit Füller zu schreiben. Wir fangen an mit Füller zu schreiben und die Klassenlehrerin sagt zu mir, Benaissa, komm morgen mit einem Füllfederhalter, weil wir fangen an mit Füllfederhalter zu schreiben. Und ich gehe zu meinem Vater, ich so, Baba, Klassenlehrerin hat gesagt, dass ich einen Füller brauche, ich muss mir einen Füller kaufen. Ich so, was ist das, diese Füller? Was ist das? Ich so, das ist so ein Stift, mit dem wir schreiben müssen. Ah, ich habe einen Stift von Nachtschicht, hier. Ich so, Baba, das ist ein Edding. Ja, ist ein guter Stift, der geht nicht mehr ab. Ich brauch einen Füllfederhalter. Was kostet dieser Füllfederhalter? Der kostet 12,50 €. Benaissa, wie alt bist du jetzt? Ja, ich bin 7. Ola, wie lange geht diese Schule? Wann gehst du arbeiten? Wann gehst du heiraten? Was ist los? Wie lange bist du in dieser Schule? Ich hab's falsch verstanden. Ich dachte so, zu der Zeit dachte ich, boah, mein Vater ist voll geizig. Weil ich ihn einfach nicht verstanden habe. Weil es ging später ja immer noch weiter. So, wir waren, als ich in die 5. Klasse kam, kam ich auf so eine bonzige Realschule. Sehr reiche Kids waren da drauf. Und ich so, der einzige Marokkaner. Die kannten gar keine Marokkaner. Als ich rumgesprochen habe, dass ich Marokkaner bin, kam ein Mädchen aus der Parallelklasse zu mir. Sie so, ey, ich habe gehört, du bist Marihuana. Ich so, nee, ich bin Haschisch. Die kannten das überhaupt gar nicht. Sehr reiche Kids. Und auf einmal haben andere Sachen Rolle gespielt. Zum Beispiel, was für Schuhe hast du an? So, solche Sachen. Und alle Kids hatten teure Schuhe an. Nikes und Essex und alles mögliche. Ich mochte immer Adidas-Schuhe. 3 Streifen Adidas fand ich immer voll geil. Eines Tages bin ich mit meinem Vater durch die Stadt gegangen und wir sehen so Adidas-Schuhe. Ich so, Baba, guck mal, da sind die Schuhe mit den 3 Streifen. Kaufst du mir die? Er guckt sich das Preisschild an. Er so zu mir, Benaissa, du bist so defekt. Das war immer seine Beleidigung für mich, weil du bist so defekt. Und ich immer, hey, Baba, kauf mir diese Schuhe. Und er immer, nein, ich kaufe dir die nicht. War voll traurig gewesen, bin ich nach Hause gegangen, habe ich in mein Zimmer eingeschlossen, ich so voll am Heulen. Ich so, Irgendwann, mein Vater klopft an der Tür, so tak, 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 ich mach die Tür auf. Mein Vater steht da, so mit Deichmann-Tüte. Der so, ich habe ich die Schuhe gekauft. Ich sehe schon die Tüte Deichmann. Ich so, oh nein. Der so, guck rein. Ich mache auf, hol den Schuh rauf, sind da nur 2 Streifen drauf. Ich so, Baba, da sind nur 2 Streifen drauf. Der so, ich weiß ich. Guck in die Tüte, da ist die Edding. Kannst du noch einen Streifen machen?